Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt oder später das Video seht auf www.joelmedia.de. Wir wollen heute weiter studieren auf der letzten Seite der Bibel sozusagen, in den letzten Versen von Offenbarung 22 und heute mit einem einfachen, wichtigen und ganz identitätsstiftenden Thema uns auseinandersetzen. Und bevor wir beginnen, wollen wir wie jedes Mal Gott bitten, dass er uns durch seinen Heiligen Geist führt, und dazu wollen wir niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du uns in deinem Wort begegnest und dass wir Kraft und Trost und Hoffnung und Stärke aus deinem Wort gewinnen können. Wir möchten dich bitten, dass du uns heute aufrüttelst, ansprichst und dass wir dein Wort so verstehen, wie du es gemeint hast. Sprich du zu uns, zeig uns, was es persönlich für uns bedeutet, und wir danken dir dafür, dass es uns erwecken wird, im Namen Jesu. Amen. Schaut mit mir in Offenbarung Kapitel 22 und dort Vers 7. Letzte Woche haben wir uns Vers 6 angeschaut und gesehen, dass in Vers 6 noch einmal so die Brücke zurückgeschlagen wird zu Vers Kapitel 1, Vers 1. Ja, wir haben gesehen, dass im Prinzip dort jetzt sozusagen das Ende des Buches erreicht ist und jetzt einige wesentliche Schlussbemerkungen noch kommen. Und in Vers 7 haben wir jetzt so einige, die erste dieser wesentlichen Schlussbemerkungen. Wer mag mal Offenbarung 22 und dort Vers 7 lesen? 7. 7. Genau, die erste Aussage hier ist, siehe, ich komme bald. Und das ist für uns ganz, ganz wichtiger Vers, weil wir uns nach diesen Versen, die hier in Offenbarung 22 noch mehrmals vorkommen, benennen. Ja, wir sagen, wir sind Adventisten. Wir warten auf die Wiederkunft. Siehe, ich komme bald. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Was meint denn Jesus, wenn er sagt, ich komme bald? Das ist ja ein Begriff, der ja nicht ganz unproblematisch ist. Denn das Buch ist geschrieben worden, wann ungefähr? Also so, nicht aufs Jahr genau, aber so ungefähr. Wie alt ist es ungefähr? 90 nach Christus, 100 nach Christus. Also das Buch ist mindestens 1900 Jahre alt. Und hier steht auf der letzten Seite sozusagen, dass Jesus sagt, siehe, ich komme bald. Ich weiß nicht, was ihr euch darunter vorstellt, wenn ihr die Botschaft hört, Jesus kommt bald. Es gibt ja Menschen, die vielleicht sagen, naja, Jesus hat, vielleicht habt ihr schon mal gehört, Jesus hat gesagt, er kommt und jetzt ist er aber schon so viele Jahrhunderte nicht gekommen, vielleicht kommt er ja nie. Ja? Also müssen wir uns die Frage stellen, als Adventisten im 21. Jahrhundert, was bedeutet es, dass hier steht, siehe, ich komme bald? Also fangen wir mal so an, ist denn die Wiederkunft etwas, was vielleicht stattfindet oder vielleicht auch nicht? Oder ist die Wiederkunft ein ganz sicheres Ereignis? Was würdet ihr sagen? Ganz sicher. Warum denkt ihr, ist sie ganz sicher? Warum glaubt ihr, dass es eine Wiederkunft geben wird? Ganz viele Gründe. Okay, nehmen wir mal ein paar nur, so, dass wir so ein bisschen uns da wieder dran erinnern. Die Bibel sagt es. Okay, ja, das ist der wesentliche Grund, oder? Ja, aber wo sagt die Bibel, nehmen wir nur ein paar Stellen mal, das ist gar nicht so verkehrt, immer wieder gerade für diese wesentlichen Grundlehren ein bisschen so sich zu überlegen, wo steht das nochmal? Ja, wo steht, dass Jesus wiederkommt? Außer hier jetzt natürlich. Was sind so eure Lieblingsverse, die über die Wiederkunft sprechen? Zum Beispiel in
Wir haben Matthäus 24, okay? Okay, wir sammeln erstmal ein bisschen. Ja? Also Matthäus 24, können wir kurz aufschlagen? Könnt schon weiter überlegen, was fällt euch noch ein? Matthäus 24, da haben wir die Frage in Vers 3. Als er auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Ja, also da ist diese Frage, wann wird das geschehen? Okay, und dann gibt es ein ganzes Kapitel, eine ganze Predigt über die Wiederkunft. Ja, das Kapitel 24 und dann auch Kapitel 25. Was sammeln wir erstmal noch Stellen? Wo wird noch explizit gesagt, dass Jesus wiederkommen wird? 1. Thessalonicher 4, sehr gut, danke schön. 1. Thessalonicher 4, da haben wir eine der bekanntesten Stellen überhaupt, 1. Thessalonicher 4, und dort Vers 15 und 16, nicht wahr? Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Also da spricht der Paulus ganz deutlich von der Wiederkunft. Okay, haben wir noch Stellen, die euch spontan in den Sinn kommen, die von der Wiederkunft reden? Wiederkunft Jesu. Ist ja so eines der grundlegendsten Themen der Bibel, oder? Die Wiederkunft Jesu. Kannst du die Stelle in der Offenbarung? Eine Offenbarung, ja, wo zum Beispiel? Gehen wir einem vielleicht? Ah, okay, wir haben Offenbarung 14, ja, die Ernte ab Vers 14, ja, wo Jesus mit einer Sichel in der Hand auf einer weißen Wolke kommt. Sehr gut. Noch andere Stellen? Ja, genau. Genau, die Verheißung auf die neue Erde auch und auf den Himmel vorher, dann die neue Erde, ganz genau, die ganze Abschnitt Offenbarung 21 und 22. Noch mehr Bibelstellen, die so explizit von der Wiederkunft Jesu sprechen. Wiederkunft Jesu. Also in der Offenbarung, gibt es da noch eine Stelle vielleicht, wo wir schon bei der Offenbarung sind? Offenbarung 19, genau. Da haben wir dann in Offenbarung 19 ab Vers 11 so eine ganz großartige Schilderung auch, wo Jesus jetzt nicht als der beschrieben wird, der erntet, sondern der Krieg führt. Ja, da wird die Wiederkunft beschrieben als ein Sieg über die Feinde Gottes und die Feinde des Volkes Gottes. Offenbarung 19, Vers 11, genau. Dann gibt es noch eine ganz, ganz klassische Stelle in Offenbarung Kapitel 1, ja, Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und wie viele Augen werden ihn sehen? Genau, jedes Auge wird ihn sehen. Also Offenbarung 1 haben wir natürlich auch. In Daniel 2 haben wir, wie wird die Wiederkunft da dargestellt? Mit dem Stein, ja, der das Standbild an den Füßen trifft und alles zertrümmert. Ja, Daniel 2 haben wir auch, das ist so Vers 44 und 45. Ja. Daniel 2, sehr gut. Was haben wir noch? Was fällt euch noch ein? Ja, Daniel 12, Vers 1, so indirekt, ja, da macht sich dann Michael auf, das war nicht direkt die Wiederkunft, sondern das ist dann sozusagen einleitend zur Wiederkunft, aber das führt dann dazu, dein Volk wird gerettet werden, ja, das führt dann da auch zur Wiederkunft, genau, und Daniel 12 gehört da sicherlich dazu. Also vielleicht die noch wichtigste Stelle, die wir nicht genannt haben, gibt ja sicherlich einige, die man noch anführen könnte, ist in Johannes 14. Und da wollen wir heute nochmal ansetzen. In Johannes Kapitel 14.
Johannes 14 und dort Vers 1 bis 3. Johannes 14, 1 bis 3. Da heißt es: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so, genau, wenn ich wiederkomme, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also die Lehre von der Wiederkunft basiert darauf, dass Jesus selbst versprochen hat, ich komme wieder. Und zwar, warum kommt er wieder? Weil er gegangen ist. Ja? Er sagt nicht, ich gehe und wenn ihr euch gut benehmt, dann komme ich wieder. Er sagt auch nicht, ich gehe in den Himmel und wenn ich Lust habe, komme ich wieder. Er sagt auch nicht, ich komme wieder und ich gehe in den Himmel und gehe wahrscheinlich wieder zurück, um euch zu holen. Er sagt, weil ich gegangen bin, komme ich auch wieder, weil ich ja euch bei mir haben möchte. Also die Tatsache, dass Jesus geht, er sagt, wenn ich hingehe, eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Ja? Also die Tatsache, dass Jesus gegangen ist, ist ein Beweis dafür, dass er auch wiederkommen wird. Denn er war ja schon mal auf der Erde. Er war schon mal hier, hat ja mit den Menschen Kontakt genommen und jetzt ist er in den Himmel gegangen, um den Platz vorzubereiten und deswegen wird er wiederkommen. Das heißt, die Frage, ob es eine Wiederkunft gibt, ist keine Diskussion. Jesus kommt. Und jetzt ist natürlich die Frage, die auch die Jünger schon hatten, ja, wann kommt er? Ja? Wann kommt er? Und dazu müssen wir uns natürlich jetzt ein paar Gedanken machen. Nochmal vielleicht ganz kurz. Gibt es hier in diesen Bibelstellen Hinweise darauf, wann Jesus kommt? Wir haben einige gelesen. Welche dieser Bibelstellen helfen uns vielleicht etwas über den Zeitpunkt zu eruieren, etwas über den Zeitpunkt zu lernen? Johannes 14 sagt jetzt da nicht so viel. Johannes 14 sagt nur, ich gehe hin und komme wieder. Ja? Bereite euch eine Stätte vor und dann komme ich wieder. Aber gibt es hier andere Kapitelstellen, wo wir etwas lernen können über den Zeitpunkt? Okay, also halten wir mal fest in Matthäus 24. Was lernen wir denn da in Matthäus 24? Genau. Die Jünger fragen ja nicht, woran sollen wir es erkennen? Was ist das Zeichen, dass wir wissen, jetzt kommt die Wiederkunft? Und Jesus sagt dann, habt Acht, dass euch niemand verführt. Er gibt dann einige Zeichen, die den Weg so markieren, aber dann gibt es das eine Zeichen in Matthäus 24 und dort Vers 14. Und das heißt, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Das heißt, in der Bibel ist es, Jesus sagt es selbst eindeutig, die Wiederkunft hängt an der Weltmission. Das ist das Thema. Wenn die Welt erreicht ist, kommt Jesus wieder. Also die erste Antwort ist, warum ist Jesus nicht wiedergekommen? Weil die Welt noch nicht erreicht ist. Punkt. Dann hast du gesagt Daniel 2. Schauen wir mal in Daniel 2, was wir dort lernen über den relativen Zeitpunkt der Wiederkunft. Wir müssen sagen relativ, weil natürlich es keinen absoluten Zeitpunkt gibt. Ja, die Bibel sagt ganz deutlich, den genauen Tag, die Stunde wissen wir jetzt nicht. Wir können nur relativ einige Aussagen machen über den zeitlichen Rahmen der Wiederkunft. In Daniel 2, und dort Vers 44. Da heißt es nämlich in Daniel 2, Vers 44, aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen, es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Also wann kommt das Königreich? In den Tagen jener Könige. Und wer sind jene Könige? Ich
Wer sind jene Könige? Wenn man jetzt einfach Daniel 2 selbst sich anschaut. Genau, Eisen und Ton. Ja? Also wir haben in Daniel 2, ihr kennt das ja mehr als gut, wir haben Gold, Silber, Bronze, Eisen und Ton. Zur Zeit, als Jesus sagte, ich komme wieder, in welchem Reich lebte er? Im Eisen. Ja? Das heißt, solange das römische Reich existierte, konnte Jesus gar nicht wiederkommen, weil Jesus eben nicht zur Zeit des römischen, des eisernen Reiches kommen würde, sondern zur Zeit der, von Eisen und Ton. Also aus Daniel 2 wird ganz deutlich, erst nach dem römischen Reich. Und das römische Reich war noch wie lange auf dieser Welt nach Jesus? Wie lange, wann ist das römische Reich so ungefähr untergegangen? Auch da kann man sich um die Jahreszahl streiten, aber ja, wahrscheinlich, also das klassische Datum ist 476. Ja. 476 ist das Ende des römischen Reiches, des weströmischen Reiches, der Ostrom hat ja noch bis ins 15. Jahrhundert existiert. Genau, aber also ungefähr so, also so um 500 war, allein nach Daniel 2 bis 500 oder so ungefähr, war es ja gar nicht möglich, dass Jesus wiederkommt, weil solange das römische Reich noch existierte und erst in der Zeit der Nachfolgestaaten ist es überhaupt denkbar, von der Wiederkunft zu sprechen, wenn wir an Daniel 2 denken. Okay, gibt es noch Texte hier, die uns einen Hinweis geben, wann es denn soweit sein könnte oder sein müsste? Gibt es noch einen von diesen Texten, die wir aufgezählt haben, der so einen Zeitbezug herstellt? Dann ist Daniel 2, Matthäus 24. 1. Thessalonicher 4, nicht so unbedingt, oder? Da geht es mehr so um die Frage der Auferstehung der Toten, der Verwandlung der Gerechten. Gibt es ein anderes Kapitel hier, das wir haben? Schauen wir mal in Offenbarung 14. Offenbarung 14 und dort lesen wir mal Vers 14 und 15. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen, genau. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und die Sichel braucht er zum Ernten, oder? Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß, sende deine Sichel und ernte, und jetzt kommt ein interessanter Satz, denn, genau, die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil, warum? Weil die Ernte ist überreif. Genau, Vers 14 und 15 hier macht deutlich, da ist eine Ernte reif. Jesus kommt wieder, wenn die Ernte überreif ist. Ja? Der Bibeltext ist eindeutig. Ja? Die Stunde des Erntens ist gekommen, weil die Ernte reif ist. Da gibt es einen, fangen wir andersrum, von welcher Ernte redet denn die Bibel hier? Was muss denn reifen, damit Jesus wiederkommen kann? Was würdet ihr sagen? Unkraut und Weizen. Unkraut und Weizen, ja, das ist gar nicht sehr richtig. Unkraut und Weizen, das sagt ja Jesus Matthäus 13, nicht wahr? Dass beides wachsen soll bis zur Ernte. Unkraut und Weizen stehen jetzt für was? Was sind denn Unkraut und Weizen? Genau, die Bösen und die Guten. Ja? Aber wie wächst denn das Gute und wie wächst denn das Böse? Also worauf wartet denn Gott, wenn er sagt, das Böse und das Gute müssen noch wachsen? Genau, eine Sichtung, eine Vollendung, damit man sie klar unterscheiden kann. Ja? Schauen wir mal in Markus. In Markus 4 haben wir eigentlich das Wesentliche
Gegenstück hier. In Markus 4 und dort Vers 26 bis 29. Der sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Hauch, danach die Ehe, danach den vollen Weizen in der Ehe. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so wirkt er als war die sicher, so schickt er als war die sicher hin, denn die Ernte ist da. Genau, sehr gut. Wann kommt die Ernte? Genau, wenn die Frucht reif ist. Ja? Also Jesus gibt ja ein Gleichnis, er spricht von einer Pflanze, die wächst, erst der Halm, dann die Ehre, dann die Frucht. Und wenn die Frucht reif ist, wenn sie erntereif ist, dann kommt die Sichel, dann kommt die Ernte. Von welcher Frucht redet er denn hier? Worum geht es denn in dem Gleichnis? Wenn wir mal den Text anschauen. Worum geht es in dem Gleichnis? Das Reich Gottes. Ah, okay. Was ist denn das Reich Gottes? Was muss denn hier wachsen? Was sagt denn die Bibel? Was ist denn das Reich Gottes? Der Same ist das Wort. Der Same ist das Wort, genau. Der führt dazu, dass dieses Reich Gottes wachsen kann. Aber was ist das Reich Gottes? Ah, es hat mit unserem Charakter zu tun. Ihr kennt vielleicht die Stelle, also unser Charakter, in Römer 14, wo Paulus sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das heißt, was muss wachsen? Die Gerechtigkeit, der Friede im Herzen, die Freude im Heiligen Geist, das sind die Dinge, man könnte auch im Allgemeinen formulieren, die Frucht des Geistes, oder? Die Liebe, die Freude, die Sanftmut, all die Charaktereigenschaften, die Jesus auf dieser Welt gezeigt hat, die sollen durch das Wort Gottes, nicht wahr, in unserem Leben wachsen. Wann kommt Jesus wieder? Der Text macht es eindeutig, wenn die Frucht es zulässt. Ellen White hat es so ausgedrückt, wenn der Charakter Jesu in seinem Volk vollkommen wiedergespiegelt wird, dann kommt er wieder. Also wir haben hier die Frage des Charakters. Ja? Es reicht nicht einfach nur zu sagen, ich glaube, dass das Evangelium wahr ist, sondern das Evangelium soll uns ja verändern. Es soll uns nicht nur die Sünden vergeben, sondern uns auch bereit machen, im Himmel zu leben, oder? Denn wenn Jesus wiederkommt, gibt es keine Zwischenstation, wo wir erstmal auf den Himmel tauglich gemacht werden, sondern wenn Jesus kommt, bringt er uns in den Himmel. Also, und ihr könnt euch sicher sein, Jesus bringt uns erst in den Himmel, wenn wir bereit sind für den Himmel. Warum sollte er das früher tun? Ja, das würde ja nur Qual für uns bedeuten und Gefahr für das Universum. Er bringt uns erst in den Himmel, wenn wir bereit sind für den Himmel. Ellen White hat mal gesagt, die Rechtfertigung ist unser Titel, ja, unser Anrecht, und die Heiligung ist unsere Befähigung für den Himmel. Dass wir dann auch wirklich uns da wohlfühlen und auch hineinpassen in den Himmel. Deswegen wir jetzt schon auf der Erde so die himmlische Atmosphäre lernen sollten und darin leben sollten. Also jetzt haben wir den Weizen, ja, wir haben gesagt, Weizen und Unkraut muss beides wachsen. In Offenbarung 14 ist es einmal die Weizenernte und dann ist es nicht das Unkraut in Offenbarung 14, sondern eine andere Ernte. Was für eine andere Ernte kommt in Offenbarung? Die Traubenernte. Ja, die Traubenernte entspricht so dem Unkraut. Wofür steht diese Traubenernte? Genau, für die Bösen, für die Ungerechten. Schaut mal mit mir in Joel. In Joel Kapitel 4. Joel 4 und dort lesen wir mal Vers 13. Joel 4, Vers 13. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Kommt und betet, denn die Kelter ist voll. Die Kufen fließen.
Genau, also warum wird geerntet? Die Bosheit ist groß. Ja, die Bosheit hat jetzt ein Limit erreicht. Wir sehen das in der Bibel immer wieder. Wenn die Bosheit ein bestimmtes Limit erreicht, dann kommt Gottes Gericht. Fallen euch da Geschichten ein, wo Gott sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter? Sintflut, oder? Er hat gesagt, okay, ich gebe 120 Jahre, aber dann war nichts mehr zu machen. Ja, Sintflut ist ein Beispiel. Fällt noch ein Beispiel ein, wo Gott quasi sagt, okay, jetzt ist sozusagen hier das Maß voll. Israel in der Wüste, ja genau, also die haben ja ihn mehrfach versucht oder gegen ihn sich aufgelehnt und irgendwann hat Gott gesagt, okay, jetzt, also ich vergebe euch, aber ihr werdet nicht ins gelobte Land hineinkommen. Ja, da war irgendwo eine Grenze erreicht. Noch andere Geschichten, wo man merkt, okay, wenn eine bestimmte, ein Limit erreicht ist an Bosheit, dann kommt das Gericht. Die Söhne Aarons, ja, du meinst, als sie hineingegangen sind, ja. Also ich dachte jetzt auch ganz besonders an die Geschichte der Kanaaniter und der Amoriter. Dem Abraham sagt nämlich Gott, die Schuld der Amoriter ist noch nicht voll. Ja, und er hat noch 400 Jahre den Amoritern gegeben und den Kanaanitern. Aber irgendwann war diese Schuld voll. Ja, irgendwann war das Maß voll. In der Offenbarung heißt es später, in Offenbarung 18, über Babylon, ihre Sünden reichen bis zum Himmel. Ja, das Maß ist voll. Und dann kommt die Wiederkunft. Also es gibt hier, in Daniel 2 haben wir gesehen, okay, es muss nach dem Römischen Reich irgendwann sein. Aber eigentlich gibt es drei wesentliche Punkte, die ich so in der Bibel erkennen kann. Also hier haben wir später dann noch sozusagen das Böse. Drei Dinge, die dafür sorgen, oder die, wenn das Limit erreicht ist, die Wiederkunft einleiten. Das eine ist die Weltmission. Das andere ist der Charakter der Gläubigen. Und das dritte ist die Bosheit der Welt. Jetzt das Interessante ist, was ich oft beobachtet habe, dass oft Geschwister sich einen Punkt rausgreifen und sich auf den konzentrieren. Ja, da gibt es also Leute, die beobachten die ganze Zeit nur die Bosheit in dieser Welt, ja, und dokumentieren jede Gottlosigkeit und jeden Frevel und alle Zeichen der Zeit und schauen sich nur die Finsternis dieser Welt an und warten, bis es so finster ist, dass Jesus wiederkommt. Ja. Dann gibt es andere, die wollen einfach nur Mission machen, ja, und überall die ganze Welt erreichen und möglichst viele Leute schnell taufen, weil wenn alle getauft sind, nicht wahr, oder alle, die ganze Welt erreicht ist und die Zahlen stimmen, dann kommt Jesus wieder. Ja? Ja, genau. Da wird es, und das ist jetzt genau mein Punkt, diese Dinge werden, kann man nicht getrennt betrachten. Ja? Also man kann nicht einfach sagen, okay, wir gehen einfach in die Welt und taufen so viele, wie wir können und dann kommt Jesus wieder. Man kann auch nicht sagen, wie manche sagen, Mission ist mir nicht so wichtig, ich ziehe einfach irgendwo in den Wald und lebe jetzt so heilig, versuche so heilig zu leben, dass Jesus wiederkommt. Sondern die Mission, wenn ich versuche, andere Menschen zu Jesus zu bringen, wirklich, dann wird das auch meinen Charakter verändern. Oder, anders ausgedrückt, wenn ich erlaube, Jesus an meinem Charakter zu wirken, dann werde ich auch gerne davon erzählen. Ja, das ist so eine, das bedingt sich. Und wenn wir Mission machen werden, dann wird auch es eine Verfolgung geben. Ja, die Weltmission führt zur Verfolgung. Denn Ellen White macht das sehr schön deutlich. Wenn das klare Zeugnis mit Vollmacht in die Welt hinausgeht, wird der Satan da nicht zugucken. Ja? Es wird dann Gesetze gegen das Evangelium geben, gegen das Gesetz Gottes, wie du richtig gesagt hast. Und das ist dann am Ende irgendwo das Limit. Ja? Und diese Gesetze werden wieder dazu führen, dass noch andere erwachen werden, ja, und noch ihren Charakter vervollkommen und die Mission unterstützen. Also diese drei Dinge, die bedingen sich sozusagen, die kann man nicht voneinander trennen. Und wenn wir in einer Sache uns wirklich da konzentrieren, dann folgen die anderen Sachen mit, die muss man alle drei mit im Blick haben. Okay. Jetzt kommt dieses Zitat, siehe, ich komme bald, schon mal in der Offenbarung vor. Das ist nicht zum ersten Mal in Offenbarung 22. Es gibt eine andere Stelle in der Offenbarung, wo schon mal steht, siehe, ich komme. Weiß jemand von euch,
wo das ist. Wo steht, siehe, ich komme bald. Ja, siehe, ich komme steht noch woanders, aber siehe, ich komme bald. Wo kommt das nochmal vor in der Offenbarung? Hat jemand eine Idee? Richtig, Offenbarung 3, Vers 11. Wo sind wir denn da so im größeren Kontext der Offenbarung? In welcher Visionen, welchem Visionenabschnitt? Offenbarung 2 und 3 hat was für einen, so die sieben Gemeinden, oder? Also wir sind in den sieben Gemeinden und das heißt hier in Offenbarung 3, Vers 11, siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Okay, jetzt haben wir folgende Frage oder Idee stellen. Ganz kurz, die sieben Gemeinden, was stellen die sieben Gemeinden dar? Ohne dass wir jetzt in alle Details gehen, aber was stellen die sieben Gemeinden dar? Genau, sieben Zeitabschnitte. Wann geht das los? Genau, also mit der Urgemeinde. Und wo endet das? Ja, also interessanterweise gibt es in Offenbarung 3 gar nicht so einen direkten Hinweis auf die Wiederkunft, aber also bis kurz vor der Wiederkunft, oder? Nämlich die letzte Gemeinde ist wer? Laodicea, das Volk, das gerichtet wird. Okay. Also, wie heißen die Gemeinden? Es geht los mit Ephesus, das ist so welche Gemeinde ungefähr? Also welcher Zeitabschnitt? Ja, so die apostolische Gemeinde, so bis der letzte Apostel gestorben ist, wahrscheinlich, vielleicht ein bisschen länger, aber ungefähr so. Dann die nächste Gemeinde ist Smyrna, genau. Und Smyrna ist welche Zeit ungefähr? Die verfolgte Gemeinde, genau. Das ist so die Zeit bis Konstantin, ja, die Zeit, wo im 2., 3. Jahrhundert die Christen schlimm verfolgt worden sind, bis 313, ja, also diese 10 Jahre Prophezeiung. Und dann kommt, nach Smyrna kommt, schreib's auf, also wir haben Ephesus, das ist so 34 bis, ja, bis, oder 31 bis so circa 100. Dann haben wir Smyrna, das ist so 100 bis 313 ungefähr, also wie gesagt, das ist. Und dann, was ist die nächste Gemeinde? Vor Thyatira kommt noch Pergamon, genau. Und Pergamon ist was für eine Gemeinde? Was passiert in Pergamon? Also ganz kurz zusammengefasst. Ach, wenn wir durch sind mit Offenbarung, fangen wir wieder von vorne an. Dann können wir alles ausführlich studieren. Genau, das ist die Vermischung von Heidentum und Christentum. Ja, das ist die Zeit der Kompromisse. Ja, Konstantin und danach, bis ungefähr 538 natürlich. Und dann haben wir eine lange Gemeinde, nämlich welche Gemeinde? Thyatira. Und Thyatira ist die Zeit des Mittelalters, genau. Des Papsttums. Also hier gibt es zwei wesentliche Theorien. Da haben wir jetzt nicht die Zeit, das lange zu diskutieren. Alle sind sich einig, 538, manche sagen bis zur Zeit von Luther, andere sagen, und da gehöre ich dazu, bis 1798, aber das könnt ihr dann in unseren Videos nachschauen. Und dann haben wir noch Sardes, und je nachdem, was man sich vorher jetzt entschieden hat, ab der Zeit von Luther bis irgendwo so, oder halt ab 1798, aber dann, und das ist jetzt sehr entscheidend, haben wir die Gemeinde, was ist die sechste Gemeinde? Philadelphia. Und da ist, glaube ich, die Einigkeit wieder ziemlich klar, denn Philadelphia stellt welchen Abschnitt der Kirchengeschichte dar? Welche Gemeinde ist durch Philadelphia beschrieben? Ja, die Zeit vor der großen Enttäuschung und dann in der großen Enttäuschung und vor allem auch kurz nach der großen Enttäuschung, ja, die an dem Wort festhalten, wie es hier heißt in Offenbarung 2. Ich siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Welche Tür ist da geöffnet?
zum Allerheiligsten, genau, im himmlischen Heiligtum. Und niemand kann dich schließen, denn du hast eine kleine Kraft, ja, das ist die kleine Gruppe an Milleriten, die festhält an 1844 und hast mein Wort nicht bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Und das ist so diese Gruppe kurz vor 1844, kurz nach 1844, um 1844 herum. Und, also ich mache mal um 1844, ja. Und dann kommt natürlich Laodicea, das ist dann später, nicht wahr, das sind wir. Okay. Jetzt der Satz, und das ist jetzt sehr wichtig, der Satz, siehe, ich komme bald, fällt in welcher Gemeinde? Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia oder Laodicea? Philadelphia. Hier gehört der Satz hin, siehe, ich komme bald. Jesus sagt nicht zu Ephesus, siehe, ich komme bald. Er sagt auch nicht zu Pergamon, siehe, ich komme bald. Es ist sogar Tatsache, dass bis zur Gemeinde Thyatira die Wiederkunft als Thema gar nicht vorkommt. Ja? Die erste Gemeinde, in der die Wiederkunft erwähnt wird, ist in Thyatira. Aus einem folgenden Grund. Wann wurde das Buch Daniel entsiegelt? In welchem Jahr wurde das Buch Daniel entsiegelt? Vielleicht wisst ihr das noch so aus dem Kopf. Genau. 1798 ist die Entsiegelung des Buches Daniels. Da beginnt überhaupt erstmal dieses systematische, tiefe Daniel-Studium, wo Dinge über die 2300 Abende und Morgen herausgefunden werden und wo die Botschaft von der Wiederkunft in den Fokus rückt. Die Idee ist eigentlich die, solange das Buch Daniel versiegelt ist, kann auch die Wiederkunft nicht so mit richtiger großer Vollmacht verkündigt werden. Ja? Denn erst wenn diese Zeit der Trübsal vorbei ist, diese 1062 Jahre, dann kann überhaupt die Wiederkunft stattfinden. Schaut mal mit mir in 2. Thessalonicher. 2. Thessalonicher, Kapitel 2. Und dort Vers 1 und 2. Vielleicht habt ihr mal gehört, dass Leute sagen, ja, alle Apostel und alle haben immer geglaubt, dass Jesus schon zu ihrer Zeit wiederkommt. Ja, und vielleicht gab es auch einige, die das geglaubt haben. Aber Paulus sagt hier etwas sehr Deutliches. Er sagt in 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 1, wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, da gab es damals schon Fake News, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn was muss zuerst kommen? Es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Wen meint denn der Paulus damit, den Sohn des Verderbens? Genau, also er meint das kleine Horn aus Daniel 7, das kleine Horn aus Daniel 8, er meint das Papsttum. Er sagt, solange das Papsttum nicht da ist, solange dieser Antichrist sich offenbart hat, solange gibt es überhaupt gar keine Wiederkunft. Deswegen, solange das Römische Reich existiert, kann die Wiederkunft gar nicht sein. Es gab übrigens damals viele Christen auch, die wussten, solange das Römische Reich existiert, wird Jesus gar nicht wiederkommen. Aber das Papsttum, das sich dann zeigt, würde wie lange regieren? Was hatte Daniel vorher gesagt? Wie viele Zeiten? Genau, 1260 Jahre. Eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Und erst wenn diese Zeit vorbei ist, erst wenn die Zeit des Antichristen vorbei ist, erst dann kann man überhaupt mit der Wiederkunft rechnen. Das heißt, biblisch gesehen, war vor 1798 überhaupt gar nicht an eine Wiederkunft zu denken. Das ist übrigens einer meiner Hauptgründe, warum ich sage, Thyatira geht bis 1798, weil in Thyatira jetzt die Wiederkunft erwähnt wird. Und dann wird es in Sardes, also in Thyatira heißt es nur, siehe, ich komme. Schaut mal in Offenbarung 3, Offenbarung 2, Entschuldigung, in Offenbarung 2 und dort in Vers 25, Offenbarung 2, Vers 25, dort steht, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Also in Thyatira sagt Jesus, ich komme. Dann in Sardes, schaut mal, was er sagt, in Sardes, dort sagt er nämlich in Vers 3, Offenbarung 3, Vers 3,
So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Also hier sagt er, ich komme wie ein Dieb. Also in Thyatira sagt er, ich komme. In Sardes sagt er, ich komme wie ein Dieb. Und dann sagt er in Philadelphia, ich komme bald. Und was sagt er in Laodicea? Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Also die Idee ist sozusagen, die Botschaft von der Wiederkunft, die kommt immer näher, 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 näher. Und es gibt einen Zeitpunkt, da ist sie nahe, da ist sie bald. Und der Zeitpunkt ist nicht zur Zeit von Ephesus und nicht zur Zeit von Smyrna und auch nicht zur Zeit von Thyatira. Die Botschaft, Jesus kommt bald in der Kirchengeschichte, ist zur Zeit von Philadelphia. Ja? Denn zur Zeit von 1844 waren es eigentlich nur noch ein paar Jahre bis zur Wiederkunft. Warum sind wir dann noch hier? Wegen hier und wegen hier, und es hat damit auch zu tun, ja? Weil wir die Wiederkunft verzögert haben, abgebremst haben. Ja? Wenn man das sagt, sagen manchmal Leute, ach, das kannst du ja nicht sagen. Doch, das kann ich sagen, Ellen White sagt das, ja. Und die Bibel sagt das auch ganz deutlich, man kann die Wiederkunft beschleunigen oder auch ausbremsen. Man kann sie nicht verhindern, aber man kann sie verzögern, genauso wie man den Einzug ins gelobte Land verzögern konnte. Ellen White macht es sehr deutlich, Jesus hätte kurz nach 1844 wiederkommen können, er hätte in den 1850er wiederkommen können, dann natürlich berühmt ist dann kurz nach 1888, gibt sie mehreren Stellen ganz eindeutig, und das muss uns bewusst sein, wenn wir lesen, siehe, ich komme bald, sind zwei Dinge. Das eine ist, die Aussage, siehe, ich komme bald, prophetisch gehört in die Zeit von Philadelphia. Ja, da gehört sie hin. Da ist die Botschaft von der Wiederkunft überhaupt richtig verkündigt worden, und da war es nur noch ein kurzer Zeitpunkt. Und dass es jetzt länger gedauert hat, liegt nicht an der Verheißung, sondern liegt an uns. Und wir müssen sehen, dass wir endlich ein bisschen hier hinterherkommen, ja? Damit wir die Wiederkunft nicht noch länger aufhalten, sondern sie beschleunigen. Sagen wir ganz kurz noch in 2. Petrus. 2. Petrus, Kapitel 3. Zweiter Petrus 3 und dort Vers 11 und 12. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel in Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes, was? Erwartet und ihm entgegeneilt oder beschleunigt. Ja, unser Leben, unser Charakter und auch unsere Einstellung zur Wiederkunft hat etwas zu tun mit dem Zeitpunkt der Wiederkunft. Wir können Gott nicht zwingen, wiederzukommen, aber müssen wir Gott überreden, wiederzukommen? Nein, 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 das ist ein völlig falsches Bild. Wir müssen uns nicht anstrengen, damit Gott sagt, ah, jetzt kann ich vielleicht doch wiederkommen. Nein, wir müssen endlich die Welt vorbereiten, dass er wiederkommen kann. Er möchte so gern wiederkommen, aber er kann nicht wiederkommen, bevor nicht alle gehört haben. Er möchte so gern uns mit nach Hause nehmen, aber er kann uns erst nach Hause nehmen, wenn wir auch im Himmel leben können, ohne die Krise zu kriegen. Ja? Was haben die Israeliten gesagt, als sie noch nicht reif waren in ihrem Herzen, als sie Gott begegnet sind? Was haben sie gesagt am Berg Sinai? Hör auf zu reden, ja? Was würde passieren, wenn Gott halbreife Menschen in den Himmel nimmt? Wir würden uns verstecken vor Gott, wir würden Angst haben. Ja? Also das ist nicht, dass Gott irgendwie Freude daran hat, uns auf der Erde lange zu halten. Er weiß nur, was passieren würde, wenn er uns in den Himmel nehmen würde, und wir sind gar nicht bereit. Also, was ist die Schlussfolgerung? Siehe, ich komme bald. Jesus möchte bald wiederkommen. Seit dieser Zeit, seit 1844, ist die Wiederkunft die vordringliche Thematik. Und ich glaube, manchmal haben wir als Adventisten vor lauter anderen Dingen, die wir alle uns mit beschäftigen und uns anschauen, dieses eigentliche Thema aus den Augen verloren. Wir sind hier, um die Welt auf die Wiederkunft Jesu vorzubereiten. Und deswegen sagt die Offenbarung, siehe, ich komme bald. Hier am Ende wird das nochmal so als eine der wichtigsten Aussagen zusammengefasst. Ja, in den letzten Versen haben wir die Zusammenfassung der Offenbarung in gewisser Weise. Eine gewichtige Aussage nochmal
Und das ist das allererste. Siehe, ich komme bald, sagt Jesus. Und dann heißt es hier, und das haben wir heute nur am Rande angeschaut, glückselig ist, schaut auf Offenbarung 22, Vers 7 noch, glückselig ist wer? Wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Eine Seligpreisung. Weiß jemand von euch, wie viele Seligpreisungen es in Offenbarung gibt? Es gibt 7 Seligpreisungen in Offenbarung. Und das ist die 6. Ja? In Offenbarung 1, Vers 3, das ist die, die hier ganz eng damit zusammenhängt. In Offenbarung 1, Vers 3 heißt es, glückselig sind, wer die Worte dieser Weissagung liest und hört und bewahrt. Ja? Also lesen, zuhören, was der Heilige Geist zu sagen hat und dann im Herzen bewahren. Und dann gibt es einen in Offenbarung 14, 13 und 16, 15 und 19, 9, 20, 6. Vielleicht werden wir das letzte Mal, wenn wir dann bei der allerletzten sind, nochmal die genauer anschauen. 7 Seligpreisungen, das ist einer von ihnen. Glückselig ist, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Weiß jemand von euch, was heißt eigentlich glückselig? Wörtlich. Glückselig klingt ja so ein bisschen kananäisch. Was heißt denn glückselig? Also moderner ausgedrückt. Gerettet, ja. Gesegnet, ja. Also ganz simpel, heißt es eigentlich wörtlich glücklich. Glücklich. Alle Menschen wollen gern glücklich sein, oder? Menschen sehen sich nach dem Glück. Gott sagt hier, wenn du glücklich sein willst, bewahre die Worte der Offenbarung. Bewahre sie. Also lies nicht nur mal drüber, sondern denk drüber nach. Bewahre sie in deinem Herzen. Was sagt die Bibel? Glückselig ist der Mann, wie heißt es? Wohl dem, nicht wahr? Das ist das Hebräische, wohl dem. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat an dem Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Wodurch werden wir glücklich? Nicht, wenn wir uns zwingen zum Bibellesen, sondern wenn es uns Freude macht, wenn wir Jesus kennenlernen wollen. Und wenn wir darüber nachdenken und uns immer wieder Gedanken machen, dann heißt es, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Ja, das ist hier Daniel 2. Ja, das ist das Standbild zum Bericht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Und dann heißt es, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Also halten wir fest, wenn wir an dieser Botschaft festhalten, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir die Weissagung, die Prophezeiung der Offenbarung bewahren, dann werden wir glücklich sein. Und lasst uns auch dieses Thema von der Wiederkunft, siehe, ich komme bald, wieder mehr in den Fokus in unserem eigenen Denken rücken. Und auch, wenn wir mit anderen Geschwistern reden, wieder mehr über die Wiederkunft reden. Die Vorbereitung auf die Wiederkunft und die Freude, die damit verbunden ist. Und dass wir unseren Teil tun, weil Gott hat versprochen, dass wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, ist ihm alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben, damit das geschehen kann, was hier steht. Uns das vornehmen? Und noch gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir wissen dürfen, dass die Verheißung der Wiederkunft keine Legende, keine ausgedachte Fabel ist. Petrus sagt ganz deutlich, er hat selbst gesehen, wie Jesus in seiner Göttlichkeit erstrahlt ist auf dem Verklärungsberg. Und deswegen sagt er, haben wir das prophetische Wort umso fester und wir können darauf vertrauen, als sein Licht an einem dunklen Ort. Herr, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du uns hilfst, dass die Weissagung der Offenbarung, die Prophetie zu einer tiefen Freude für uns wird, dass wir uns mit echter Begeisterung für dich dafür interessieren, darüber nachdenken und dass die Worte unser Herz immer mehr verändern können. Schenk du uns Ideen, wie wir unseren Beitrag dazu leisten können, dass das Evangelium in die Welt hinausgeht und dass auch wir deinen Charakter immer mehr widerspiegeln. Herr, es gibt noch so viel zu tun in unserem Leben und in dieser Welt. Aber du hast versprochen, dass du das Werk in Gerechtigkeit zu Ende bringen wirst und abkürzen wirst in Gerechtigkeit.
und dass es am Ende, so hast du uns sagen lassen, erstaunlich schnell gehen wird. Und so bitten wir dich darum, dass du in unserem Herzen das tust, was du allein tun kannst, um uns auf die Wiederkunft vorzubereiten. Im Namen Jesu. Amen.